Kurz nach 15 Uhr. Die letzten Flüchtlinge verlassen die ständige Vertretung. Die Diplomaten wollten jedes Aufsehen vermeiden. Die Nachricht wurde erst bekannt, als alles beinahe vorüber war. Am Vormittag hatten Staatssekretär Priesnitz vom Innerdeutschen Ministerium und DDR-Anwalt Vogel etwa 2,5 Stunden mit den Flüchtlingen geredet. Nach kurzer Beratung entschlossen sich alle zu gehen. Die Zufluchtsuchenden sind also in die Lage versetzt worden, nun ihre eigene Situation genau einzuschätzen. Und es ist keinerlei Druck ausgeübt worden. Sie haben dann gebeten, dass sie sich eine gewisse Zeit untereinander unterhalten können. Wir haben dieses so dann gemacht und schließlich haben sie sich entschieden, dass sie in Anbetracht der jetzt erreichten Situation nach Hause gehen. Welche Zusicherungen hat die DDR gegeben? Es ist bei den Zusicherungen geblieben, die im Allgemeinen bekannt sind, die leider, ich muss schon sagen, vorher bekannt geworden sind. Das hat die Gespräche nicht erleichtert. Aber es ist, und das war das Entscheidende wohl, eine umfassende anwaltliche Betreuung in diesen Verfahren den Zuflüchtigen zugesichert worden. Das heißt, sie werden sich auch bei all ihren Gesprächen mit den Behörden, den Gerichten auf anwaltlichen Rat abstützen können. Im sogenannten Gartenhaus der ständigen Vertretung hatten die 116 ausgeharrt. Sie seien, heißt es, in gelöster Stimmung nach Hause zurückgekehrt. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN meldete, Vernunft gewann die Oberhand. Die Bundesregierung, so heißt es in Ost-Berlin, drückt die Erwartung aus, dass die DDR ihre Zusicherungen in vollem Umfang einhält und dass für alle Betroffenen eine ihren Interessen entsprechende humanitäre Regelung gefunden wird. In der Vergangenheit bedeutete dies stets Ausreise, auch wenn diesmal keine Garantien gegeben worden sind.